Leute, wir sind zurück bei Cat Quest. Im letzten Part haben wir das Katzpital durchgespielt und ja, wir werden jetzt weitermachen. Ich habe gesagt, wir machen Story weiter und das tun wir auch. Legen wir los. Falls wir Monster im Inneren finden, dann sollten wir sie durch Kratzen vertreiben. Einige Feinde haben eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Versuche sie stattdessen mit Magie mit größerer Reichweite zu treffen. Danke, das wäre alles noch Tutorial gewesen, aber wir sind schon relativ weit im Spiel. Die dürften wir hier alle drinnen one-hitten. Gut, ja. Ihr versteht schon, was ich meine. Gut, hier ist auch nichts mehr. Wir brauchen das eigentlich alles nicht einsammeln. Nur die EP, die Zweier-EP nehmen wir mit. Keine Spur von der weißen Katze oder deiner Schwester zu sehen. Lass uns die Tatzen in die Hand nehmen und hier verschwinden. Gut, dann gehen wir. Keines Fels. Da ist die weiße Katze. Schnell, hinterher. Wie kann so ein Fellknäuel wie du meinen Drachen besiegen? Egal, ich vernichte dich einfach jetzt sofort. Und sei nicht zu stolz. Das war nur ein Klon, den ich mit einem Quäntchen meiner Macht erschaffen habe. Zweifelsohne stammt deine Macht von diesem Mal, das du besitzt. Beeindruckend. Wer bist du und warum hast du die Schwester meines Freundes gekatznappt? Einfache Sterbliche wie du können mich Drakos nennen, ne? Muhahaha. Wenn du deine Schwester wiedersehen willst, dann folge mir. So, dann folgen wir Drakos mal. Ich achte darauf, dass die kümmerlichen Bauern mich nicht sehen können. Sie sind es nicht wert. Muhahaha. Siehst du, wie der große König der Katzen sich in seinem Palast versteckt? Nicht mehr als ein zitterndes Etwas, dank meiner Macht. Oder die nicht enden wollenden Quests dieser Stadtkatzen. Sie haben keine Ahnung, dass es meine Macht ist, die ihr Ungemach verursacht. Muhahaha. So, geh mal weg. Bist du wie eines dieser wertlosen Leben, die in diesen Städten herumkriechen? Ständig betteln sie Helden auf ihren Questtafeln um Hilfe an. Nein, du kommst mir irgendwie anders vor. Und deshalb werde ich jetzt ein einfaches Spiel mit dir spielen. Erlange mehr Macht. Beweise mir, dass deine Art über ihrer schwachen Hülle hinauswachsen kann. Besiege die Drachen, die ich gerufen habe, und ich werde deine Schwester freilassen. Oje, Drakos, du bist der typischste Bösewicht überhaupt. Sind die nicht am einfachsten zu hassen? Mann, wie konnte deine Schwester in diesem Schlamassel geraten? Nun, ich vermute, wir müssen Drakos nur bei diesem kleinen Spiel schlagen, dann... Ja, kann man machen. Doch bevor wir weitermachen, lass uns sicher gehen, dass du auch richtig ausgerüstet bist. Meister KitKat, viel zu lange her. Spiri, wie ich sagte, nenn mich einfach Kit. Sucht ihr Leute nach Waffen und Rüstung? Komm rein. Schaut mal in meiner Schatzkiste nach, um neue Ausrüstung zu kriegen. Suchst du nach Ausrüstung? Dafür musst du 50 Gold zahlen. Dein Glück versuchen? Ja, machen wir jetzt einmal nochmal. Geht eh nur ein Level hoch. Gut, gehen wir. Bringt nichts. In Ordnung, finden wir einen Wachturm. Dort wissen sie, wo die Drachen sind. Gut, dann auf. Wachturm suchen. Ah, Katzabenteurer. Wie kann ich behilflich sein? Herrje, seid ihr Kätzchen nicht einfach super süß? Ah, nenn uns nicht süß. Ich habe jedenfalls einen Drachen gesehen, meine Herren. Ich markiere es mal eben schnell auf deiner Karte. Drücke die Herauszoom-Taste, um die Karte zu sehen. Oha, das ist ein weiter Weg. So, dann machen wir uns mal auf die Socken. Weil, ja, besser ist es, ne? So, weg. Ach, die One-Hitten wir noch nicht. Aber wir Two-Hitten die, das ist doch auch schon mal was. So, dann gehen wir weiter durch den Wald. Alle tot. So, aber wo ist denn jetzt dieser Drache? Das wird ja interessant. Oh ja, haben wir noch eine Quest. Scheiß mal auf den Drachen. Verdacht im Osten. Jemand schleicht hier verdächtig herum. Hilf mir, ihn zu finden. Guten Tag. Das ist meine Bitte. Ich bin Köchin Schnurrhaar.
Wie ihr seht, bin ich gerade mit der Kreation meines neuesten Gerichts beschäftigt. Die Fischkatzerole. Miau, das zieht die Massen wirklich an. Oui, aber ich habe jemanden herumschleichen gesehen. Er will zweifelsohne mein Rezept stehlen. Wir mögen stehlende Katzen ihr nicht. Keine Angst, wir scheuchen ihn weg, damit du beruhigt bist. Verstecken wir uns und beobachten wir von hier aus. Das Kätzchen dort steht nur so rum. Befragen wir ihn. Hey du, verdächtiger Bauer, was machst du hier? Er ist weggesprungen, aber er hat eine Spur hinterlassen. Hinterher! Miau, er ist in den Dungeon gerannt. Achte darauf, dass dir keine Monster in die Quere kommen. Vernichte sie alle. Hier waren wir auch schon drin, ne? Alle besiegt, lel. Das war ja nix, Brudis. So, alle tot. Easy. So, sonst noch irgendwas hier? So, perfekt. Au! Aber gut, die machen kaum noch Schaden, also kann uns das egal sein. Ja, ist mir Wurst. Ha! Um Katzen willen, er muss sich herausgeschlichen haben. Gut, dann verfolgen wir ihn mal. Ups, falsche Taste. Raus da. Oh, eine andere Spur. Lass uns gehen. Folgen wir dieser Spur. Mal gucken, wo sie uns hinführt. So, renn, Katze, renn. Oh, hier. Ich sehe, dass er um den See gegangen ist. Zoome heraus, wenn du es sehen willst. Wir können ihn verfolgen oder ihm den Weg abschneiden. Wir schneiden ihm den Weg ab. Wir gehen hier lang. Ich sehe ihn vor mir. Los, los! Stopp! Wenn du auch nur eine Pfote rührst, greifen wir an. Miau! Bitte tu mir nicht weh, Sir Drachenblut. Ich erkläre. Ich bin Koch Feldhatzen aus Westhatz. Schnoa ist meine Schwester. Wir haben eine freundliche kulinarische Rivalität, doch etwas stimmt nicht. Weißt du, was ich meine, Miau? Seit kurzer Zeit verhält sie sich, als ob sie mich nicht kennt. Deshalb müsst ihr mir helfen. Sie ist meine Schwester. Du machst dir wirklich Sorgen um sie? Gut, wir helfen dir. Merci. Kommt nach Westhatz, wenn ihr könnt. Ihr, nehmt dies. Ich möchte euch meine Dankbarkeit zeigen. Am besten erzählen wir Schnurrhaar nichts davon. Sieht so aus, als ob unser nächster Stopp Westhatz ist. Dann auf nach Westhatz. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo Westhatz überhaupt ist. Scheiße. Westhatz ist, glaube ich, ganz da oben, wenn ich mich nicht irre. So, wir machen jetzt erstmal diese Quest, bevor wir dann ein bisschen weiter in der Story machen. Autsch. Wenn ich mich nicht irre, ist Westhatz nämlich hier nicht... Doch, da. Perfekt. Ich wollte eigentlich noch einen höher, aber das wäre dann nicht... Oh Gott. Die Gegner sind strong hier. Hier ist Westhatz. Legen wir uns erstmal hin und heilen uns. Eine Untersuchung im Westen. Wir müssen mehr über das neue Rezept erfahren. Triff mich draußen. Feldhatzen. Ich traue diesem Feldhatzen nicht wirklich. Doch hören wir mal, was er zu sagen hat. Hallo, meine Schwester und ich mögen zwar in der Küche Rivalen sein, doch ansonsten stehen wir uns sehr nah. Sie begann mich zu ignorieren, als sie über das Rezept nachdachte. Das muss der Grund sein. Bist du sicher, dass du nicht nur versuchst, an das Rezept zu kommen? Non, ich will nur meine Schwester zurück. Ich habe herausgefunden, welche Routen ihr Lieferant nimmt. Wir werden bestimmt herausfinden, was der Lieferant transportiert. Das wäre sehr gut. Ich markiere sie für dich. Du kannst wählen, welche du überprüfen willst. So, dann gucken wir mal. Was überprüfen wir denn? Überprüfen wir den Wald. Also den hier oben. Hier ist niemand.
So, was sollen wir jetzt ganz nach... Ach so, hier. Miau! Ich sehe einen Banditen mit einer Vorratskiste. Bist du der Lieferant für Ostatz? Warte, du solltest besser nicht wegrennen. Um Katzenwillen, dieses Fellknäuel ist weggerannt. Hinterher! Dann laufen wir mal hinterher. Wo ist die Kiste? Der Bandit zeigt auf das Wasser, dann zeigt er auf dich. Miau, er will gegen uns kämpfen. Dann zeig, was du kannst, haariger Bandit. Er muss die Kiste ins Wasser geworfen haben. Ah, lass uns zurückgehen. Tja, so ist das halt. Den haben wir wegrasiert. Wow, der gibt auch gut EP. So, aber Geld geben die Viecher leider nicht. So, aber die geben ja noch besser EP. Alter, läuft bei uns. Wir sind schon fast Stufe 30. Heftig. So, das war's. Abgefackelt. So, da. Du kommst mit leeren Pfoten? Hast du etwas gefunden? Dieser Fellknäuel-Lieferant hat die Vorratskiste ins Wasser geworfen. Sie ist weg. Oh, miau. Dann haben wir keine Wahl. Ich muss meine Schwester fragen. Vielleicht sagt sie es euch eher, da ihr ihr geholfen habt. Wir werden es versuchen. Miau. Vielleicht erfahren wir, was mit ihr nicht stimmt. Merci. Bitte nehmt das als Belohnung. Lass uns zurück nach Ostatz gehen. So, wir dürfen jetzt die ganze Zeit zwischen Ost- und Westtatz hin und her laufen. Geil, ne? Ich weiß. Macht Bock auf mehr, aber... Und damit sind wir Stufe 27. Nice, läuft bei uns. So, Zufluchtsort der Königin. Leider werden wir die Königin niemals sehen, soweit ich mich da noch erinnere dran. So, wie weit ist es noch bis nach Ost? Noch ein ganzes Stück. So, los, rennen! Katze mit guter Rüstung und Krone. Da müssen wir hin. So, Beta-Ruinen waren wir schon, aber... Hier. Die Ladung im Osten. Ich brauche Hilfe, um Vorräte zu holen. Köchin Schnurrhaar. Vielleicht ganz praktisch, wenn wir Schnurrhaar erst einen Gefallen tun, bevor wir sie nach dem Rezept fragen. Ihr seid zurück. Normalerweise werden meine Vorräte geliefert. Aber die Lieferkatzen sind jetzt Angsthasen, weil ihre letzte Lieferkatze verschwand. Oh, aha. Wie in der Katzenwelt konnte das passieren? Genau, deshalb brauche ich eure Hilfe, um die Vorräte abzuholen. Aber sicher, sag uns wo. Doch zuerst braucht ihr etwas Schnurladium zum Bezahlen. Ich markiere dir, wo ihr sie finden könnt und den Sammelpunkt. Finde zuerst Schnurladium für die Bezahlung und hol dann die Vorräte ab. Verstanden. Die Ladung im Osten. Dann geht's mal weiter. So, rollen wir durch die Gegend. Oh nein, ich habe keinen Mana mehr, ne? Um diese Lappen zu besiegen. So, das war easy. So, Vorsicht. Nice. Sieht so aus, als ob wir hier die Wahl hätten, Katzkollege. Es schaffen oder nicht? Gehen wir da oben hin, weil ich weiß nicht warum. Einfach so. Oh, Woody, Alter. Das war's. Easy. Oh Gott. Der Magier ballert rein, Alter. Oh, ich habe ihn zum Glück besiegt. Hätte auch schlimmer enden können. Ich habe immer noch nicht genug Mana für einen Heal. Oh, nice. Wir müssen unbedingt jetzt Mana sparen, weil ich noch mal einen Heal rein, weil ich noch mehrere Heals reinhauen muss. Sonst sterben wir wieder mal. Darauf habe ich gar keinen Bock. Außer wir haben wieder so einen Scheißgegner, Alter.
Du nimmst Schnorladium mit. Diese Erze sind magisch. Warum wird das als Zahlungsmittel angesehen? Miau, Zeit, die Vorräte abzuholen. Okay, dann auf zu den Vorräten. Keine Banditen mehr. Gehen Sie jetzt auf Nummer sicher? Die Stadtkarte zeigt auf dich und streckt dann seine Pfote aus. Du gibst ihm das Schnorladium. Sollten wir versuchen, es zu öffnen? Da seid ihr ja. Ihr habt zu lange gebraucht. Ich habe mir Sorgen gemacht. Hier ist Westtats Gebiet. Sie wollen nur meine Geheimnisse. Schnurha, wir haben uns nur gefragt, was wohl drin ist. Non, ich kann euch nicht hineinsehen lassen. Noch nicht mal ein klitzekleines bisschen? Non, das geht nicht. Ach komm, nur ein kurzer Blick. Nein! Ah! Nehmt das, eure Belohnung. Die Ritterrüstung ist im Level aufgestiegen, nice. Irgendwas bei Schnurha stinkt wolkig. Wir sollten das Feldhatzen sagen. Auf nach Westhatz. So, dann auf nach Westhatz. Das ist Tatzenstadt. Westhatz ist da. Noah, vorsichtig. Hauen wir nochmal einen hier rein. Der Raub im Westen. Ich sah Schnurha vorhin mit der Vorratskiste vorbeilaufen. Helft mir, sie zu bekommen. Ja, dann mal los. Irgendwas bei Schnurha stinkt. Sie ist so um diese Vorratskiste besorgt. Das ist, was ich schon immer sage. Wir müssen sehen, was drin ist. Wie wäre es, wenn ihr sie ablenkt und ich hole sie aus der Stadt? Ich habe einen schnuriolischen Plan. Wir sehen dich in der Nähe von Osthatz. So, jetzt dürfen wir erstmal wieder komplett nach Osthatz laufen. Das war knapp. So, Heal. Dann brauchen wir nur noch ein Heal und wir sind wieder voll gehealt. Fertig. Nice. So, dann auf. Osthatz wartet auf uns. Beziehungsweise, wir gehen in die Nähe von Osthatz. So, jetzt muss ich nur noch mein Mana aufladen. Aber das geht ja schnell. So, wie weit ist der Weg noch? Wir müssen gleich da sein. Ja. Ja, okay. Hol unsere übrig gebliebene Katzenminze raus, Katzkollege. Ist das nicht gefährlich? Diese Lindwürmer lieben Katzenminze, wirklich. Das ist unser Problem, Feldhatzen. Lass uns hier etwas Katzenminze auslegen. Ja, okay. Zeit zum Schauspielern. Lindwurmangriff, die Panik. Lauf, Schepper, verstecken. Lindwürmer, lauf. Wo? Ich sehe keine. Da draußen, da liegt überall Katzenminze rum. Du weißt, was das bedeutet. Miau, lauf! Wohin geht ihr alle? Es ist nur Katzenminze. Lauf, Schnurha, rette dich! Non, ich bleibe ihr. Lauf, Schnurha, lauf, 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 lauf! Oh, eilige Katzaroles. Gut, gut. Feldhatzen, Schnurha ist weg. Ich mach schnell. Ich sehe euch in den Büschen. Jetzt sammeln wir noch schnell die Katzenminze ein, bevor diese blöden Lindwürmer tatsächlich kommen. Miau, um Katzen willen, es ist zu spät. Oh, scheiße, Alter. Warum müssen wir immer den Dreck wegmachen? So, weg. Level 28, nice. Miau, Feldhatzen sollte fertig sein. Ich habe es. Ich muss es zurücktragen, bevor die Stadtkatzen zurückkehren. Sie wird es bald merken, deshalb solltet ihr versuchen, sie aufzuhalten. Einverstanden. Wir lenken ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes. Zeit, sich in Osthatz umzusehen, um Schnurha abzulenken. So, dann lenken wir Schnurha mal weiter ab. Die Eskorte im Osten. Meine Vorratskiste fehlt. Ich brauche sie zurück. Die Kunden sehen aufgedunsen und aufgewühlt aus. Das ist nicht normal. Natürlich, sie lieben meine Katzerole. Sie wollen mehr, doch meine Vorratskiste ist weg. Ich frage mich, was möglicherweise passiert sein könnte.
Ich habe versucht, Spuren zu finden, doch diese Augen sind nutzlos. Ah! Doch es sind deine Augen. Ihr verfolgt sie für mich. Lasst eine Spur für mich zurück, damit ich euch einholen kann. Ich will selbst sehen, wer der Dieb ist. Wir hinterlassen eine Spur, der du folgen kannst. Natürlich, Madame. Ja, okay. Sie dürfen nicht in der Lage sein, uns hier beim Plan zu hören. Wir müssen darauf achten, dass die Spur auf keinen Fall zu Westtatz führt. So, das war's. Lass uns heimlich sein. So, einmal im Kreis. Schnorcher sollte jeden Moment hier sein. Ist dies wirklich der richtige Weg? Der Pfad ist so unübersichtlich. Miau, du musst uns vertrauen. Ihr müsst diesen Dieb finden. So, dann weiter. Hehe, lass uns noch mehr Spaß haben. Oh Gott, Alter, jetzt geht's hier los. So, und hier ein Wald. Hm, vielleicht sind wir zu weit gegangen. Was ist dies? Wo ist der Dieb? Miau, sie versuchen uns zu verwirren, doch ich spüre, dass wir nah dran sind. Findet den Dieb, ihr werdet sie finden. Na, natürlich, Madame. So, Zufluchtsort der Königin. Beenden wir das hier. Wir sollten Schnorcher nicht zu sehr ärgern. Sie ist furchteinflößend. Dieses Brüllen war alles andere als normal. Es tut uns leid, Schnorcher. Wir haben die Spur hier verloren. Nehmt das. Ihr habt's versucht. Ich werde mich beruhigen. Alter, das Ritterschwert, ne? Sie macht mir Angst. Was war das für ein Brüllen? Feldhatzen findet besser etwas Gutes. Gehen wir nach Westhatz. So, gucken wir uns erstmal an, ob eins das Schwert besser ist. Oh, es senkt uns in der Rüstung. Nee, den Tausch machen wir nicht. Nope, nichts ist besser. Wir sind immer noch perfekt ausgerüstet. So, dann auf nach Osttatzen. Nach Westtatzen. Meine ich. Nach Westtatz. So, jetzt habe ich's aber. Das magische Schloss. Ich kann die Kiste nicht öffnen. Helft mir, sie zu öffnen, Feldtatzen. Ich habe alles probiert. Ich kann sie nicht zerbrechen oder das Schloss knacken. Es muss etwas Magisches geben, was sie geschlossen hält. Spiri fliegt um die Kiste herum. Du hast verdammt recht, wir bringen sie zu einem Magier, um sie zu öffnen. So, auf geht's. Magier. Und das ist sehr weit weg. Da hinten müssen wir hin, nice. Da, eigentlich hätten wir nur um den Fluss rumlaufen müssen, aber das war nix. Magierkätzchen, bist du da drin? Miau, kann ich euch helfen? Siehst du diese Kiste hier? Wir müssen sie öffnen. Mauns interessant. Sie ist mit einem auf Schnurladium basierenden Zauber verschlossen. Schnurladium? Dafür wird es also verwendet. Ich brauche abgelagertes Schnurlanium, um diese Zauber zu brechen. Ich markiere, wo ihr es finden könnt. Oh, bitte nicht in die verpfotenen Felder. Oh Gott, das wird furchtbar werden. Wenn die uns auch nur einmal treffen, dann sind wir tot. So, wir haben es zum Glück geschafft. Oh, Götterkatzen, wo wir schon mal hier sind. Ich spüre, dass große Gefahr von den markierten Orten ausgeht. Aber wir haben keine Wahl. Miau. Miau-Höhle. Gehen wir rein. Uff. Du nimmst das abgelagerte Schnurladium am Eingang mit. Miau, Glück gehabt, wir können jetzt gehen. Es sei denn, du willst noch nach Beute suchen. Doch, stirb nicht, hörst du? Oh, scheiße, Alter. Nee. Das ist 32 Level zu hoch noch. Da werden wir früh genug noch reingehen.
Ah! Schnell durch die verpfotenen Felder. Alte Ruinen, Level 15. Gehen wir rein. Nehmen wir mit. Okay, die sind tatsächlich leicht. So, was kriegen wir? Weißmagierrobe. Hm, interessant. So, der kann natürlich die Superangriffe alle. Oh Gott, aber Schaden macht er nicht gerade. Das ist gut. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt wird hier aber richtig reingeballert. Alle tot. Die haben wir alle relativ schnell gewone-hittet. So, die auch. So, hier ist noch eine Truhe. Oh. Die Knappenrüstung hat Level 12 erreicht. Könnte die jetzt schon besser sein? Ich glaube nicht, ne? Nein. Ist sie... Nein! Ist sie absolut nicht. So. Kids-Rüstung ist schon... Also Kit-Cuts-Rüstung ist schon am besten. So, das war's. Geräumt. Da ist zwar noch eine Truhe, aber die können wir eh nicht öffnen. Gehen wir. So, verfotene Felder. Wir haben es geschafft. Wir sind raus. So, einmal zum Magier. Du übergibst das abgelagerte Schnorladium. Schnoriolisch. Es dauert nur eine Sekunde. Das war's. Der Zauber braucht eine Weile, bis er wirkt. Also warte einfach drauf. Vielen Dank. Lass uns zurückjagen. So, dann auf geht's. Rennen wir zurück nach Westhatz, um zu gucken, was in dieser Truhe drin ist. So. Hier, Feldhatzen. Die Kiste öffnet sich, sobald der Zauberspruch wirkt. Warte darauf. Mir okay. Während wir warten, solltet ihr mal nach meiner Schwester schauen. Ich mache mir Sorgen um sie. Sie wird so schnell wütend und dieses Brüllen ist beängstigend. Meine Schwester spricht sehr sanft. Sie würde nie ihre Stimme erheben. Sie hat sich wirklich verändert. Bald schon werden wir wissen, warum. Ihr ist eure Belohnung. Geil, der Magierhut gleich mal auf Level 12. Wir schauen dann in Osthatz nach Schnorhaar. Auf nach Osthatz. Leute, macht euch keine Sorgen. Wir kommen später auch schneller voran. Also, alles gut. So, einmal weg. So, jetzt müssen wir erstmal über die Pussy. Wir haben noch so viele Quests und ich werde halt alles mitnehmen, was geht. Na, wenn wir jetzt nur der Story folgen würden, dann wird das Projekt hier relativ schnell vorbei sein. Aber 100% machen wir nicht, aber ich nehme alles mit, was geht. So, nee, eine Quest machen wir noch. Eine Katzfrontation im Osten. Ich denke, ich weiß, wo die Kiste ist. Helft mir, sie zu bekommen. Es müssen diese Westkatzen sein. Wir verkaufen immer die gleichen Gerichte. Sie müssen sehr neidisch gewesen sein. Ist dein Bruder nicht dort? Familie bedeutet nichts. Ich muss ihr mehr Katzen reinholen. Mehr und mehr. Durchsucht diese Stadt für mich. Ich bin sicher, ihr findet die Kiste dort. Miau, okay. Dann los geht's. Jetzt müssen wir, glaube ich, nach Westhatzen komplett wieder, ne? Ja. Dann machen wir uns mal auf nach Westhatzen. So, roll durch die Gegend, Katze. Wir haben ja leider keine andere Wahl. So, dann einmal hier lang und dann sind wir auch gleich schon in Westhatzen. Wir können Schnorhaar nicht mehr vertrösten. Sie wird uns kochen. Feldhatzen muss die Kiste zurückgeben. So, den haben wir wegrasiert und den auch. Gut. Hm, ich kann Feldhatzen nirgends sehen. Koch, Feldhatzen, sagt ihr? Ich sah ihn da mit so ein paar komischen Katzen lang gehen. Oh, jetzt wird's aber spannend. So, dann wollen wir mal. Miau, es ist einer dieser gerissenen Banditenkatzen. Miau, er ist weggerannt. Ist
mir gerade egal. Töten wir den einfach. Die beiden Banditen zeigen auf dich. Oh, hör damit auf. Das ist verdammt unhöflich. Heilige Kätzchen, die sind so nervig. Wie konnten sie es nur wagen, sich aufzuteilen? Denk dran, auf deiner Karte nach der besten Route zu schauen. Die beste Route ist die hier. Ja, genau. Vereis mich einfach. Legen wir uns einmal zur letzten Ruhe. So, dann los. Und zeige nicht nochmal auf uns. Der Bandit zeigt und wedelt mit seiner Pfote herum. Oh, meine fälligen, flauschigen Götterkatzen. Ihm nach! Was in heiliger Pfoten geht hier vor sich, Feldhatzen? Helft mir, da ist eine Barriere, die meine Energie aufsaugt. Er hat den Fehler gemacht, auf dem Schwarzmarkt zu handeln und dann raus zu wollen. Mounts! Und jetzt sollen wir seine Katzenhintern retten. Mounts, krepiert mit ihm, Mounts! Schnurladium beschwören, Mounts! Viel Spaß, Mounts! Sollte nicht allzu schwer werden, die zu besiegen, lol. So, der ist tot, der auch. Es tut mir leid, ich bin beeinflusst worden. Ich wollte, dass meine Gerichte auch so beliebt sind. Du Dummbatz hast versucht, die geheimen Vorräte für dich zu bekommen. Was war es? Es war Thunfisch. Er macht süchtig, aber schlecht für Katzen, nicht? Schnurrhart, diese Abschaumkatze. Nein, meine Schwester ist nett. Sie würde das nie tun. Irgendwas stimmt nicht. Wir brauchen einen Plan. Triff mich später in Westhatz. Diese Schnurrhaar sollte schon einen schnurrigen Grund dafür haben. Was macht ihr hier? Das sollten wir dich fragen, Schnurrhaar. Mein Lieferant hat meine verlorenen Vorräte gefunden, also bin ich ihr, um sie abzuholen. Wir wissen, was du verbirgst. Keine Zeit für Smalltalk, ich werde euch für eure Bemühungen belohnen. Alter, der Knappenhelm, ne? Fellknäuel, sie hat uns abgelenkt und ist verschwunden. Sehen wir mal bei Feldhatzen im Westhatz nach. Dann rennen wir nochmal schnell nach Westhatz. So, Westhatz müsste doch hier sein, ne? Oh Gott, wo ist denn Westhatz? Da unten. Gut, wir müssen nämlich dann einmal hier lang. Und zack, wir sind raus aus dem Kreis. Glück gehabt. So, hier sind wir. Aber Leute, ich werde den Part an der Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir gucken, was Feldhatzen uns zu sagen hat. Ich bedanke mich an der Stelle aber euch fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr CatQuest-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!